Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zur medizinischen RTF1-Talkrunde hier in der Loretto-Klinik Tübingen. Leistenbruchoperationen stellen den häufigsten chirurgischen Eingriff in Deutschland dar. Jährlich sind ungefähr, deutlich über 200.000 Patienten davon betroffen. Bei aller Routine und Kompetenz der Ärzte gibt es immer wieder auch Ansätze zur Verbesserung der Versorgungsqualität und der Versorgungsrealität. So nimmt die Loretto-Klinik Tübingen an einer Studie teil, die den gleichen Titel trägt wie unsere Sendung. Qualitätssicherung in der Chirurgie am Beispiel des Leistenbruchs. Wir haben zwei Experten hier eingeladen, erfahrene Chirurgen aus der Loretto-Klinik hier in Tübingen, Herrn Dr. Albrecht Frunder, er ist Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie, Allgemeinchirurgie und Kinderchirurgie. Schön, dass Sie da sind, herzlich willkommen. Dann Herr Hans Kornblum, er ist auch Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Allgemeinchirurgie. Danke, dass Sie Zeit für uns haben. Herzlich willkommen. Herr Dr. Frunder, erste Frage, damit es nicht ganz so wissenschaftlich hier rüberkommt, Qualitätssicherung der Chirurgie, wollen wir es ein bisschen gliedern. Allgemein erstmal, was versteht man unter Qualitätssicherung in der Medizin und in dieser Studie? Und zum anderen dann, inwieweit kann man das dann umsetzen beim Beispiel der Leistenbruchoperation? Qualitätssicherung gibt es ja in vielen Bereichen, in der Wirtschaft, gibt es in der Pflege, manchmal sogar in der Bildung. Wieso in der Medizin und wieso in der Chirurgie? Qualitätssicherung ist ein ganz wichtiges Kriterium, um Patienten zu behandeln und Erfolg in der Behandlung der Patienten zu haben. Und das ist mittlerweile so, dass nicht jeder Chirurg wieder alles machen kann, sondern es muss nach Standards und Ergebnis kontrolliert gearbeitet werden in der Medizin. Und das fordert auch der Patient mittlerweile. Macht man das auch, um seine Qualität zu erhöhen, um sozusagen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz zu haben? Besondere Qualität abzuliefern ist sicher ein Wettbewerbsvorteil, aber im Wesentlichen wird die Qualitätssicherung zum Wohle des Patienten unternommen, um ihm die nötige Sicherheit zu geben, dass er sich auch auf Behandlungen einlassen kann, die in einem ganz großen Ausmaß zum Erfolg führen. Dann die Frage natürlich, gilt es auch für die Materialien, die da verarbeitet werden, also irgendwelche Implantate und Clips und so? Auch die Implantate haben eine gewisse Entwicklung hinter sich und es ist nach Qualitätskriterien mittlerweile auch so, dass viel Forschungsarbeit da hineingesteckt wird, um das bestmögliche Implantat zur Versorgung von Leistenbrüchen zu produzieren. Jetzt die Qualitätssicherung hier. Herr Kornblum, warum nimmt die Loretto-Klinik daran teil und was sind die Voraussetzungen dafür? Die Voraussetzungen sind gegeben dadurch, dass wir ein Hospitationszentrum sind für eine spezielle Art, die Leistenbrüche zu versorgen. Das heißt, es kommen andere Ärzte zu uns, um die Methode bei uns zu lernen. Und aus diesem Grund sind wir auch verpflichtet, natürlich nach dem Standard zu operieren und das auch nachzuweisen. Dazu die Qualitätssicherung. Wie sehen die Rahmenbedingungen aus? Gibt es da eine zeitliche Vorgabe, eine Dauer? Wie lange läuft das Ding schon? Das hat begonnen Ende 2009, war zunächst geplant für ein Jahr und ist jetzt weitergelaufen, wird auch in Zukunft fortgeführt. Und jetzt, um konkret mal auf die Standards einzugehen, was ist da standardisiert? Was wird vorgegeben? Standardisiert ist die Art, den Bruch zu versorgen, nämlich mit einem teilweise resorbierbaren Netz, mit einem dreidimensionalen Netz. Und standardisiert ist auch die Art, wie eben nachuntersucht wird. Und der dritte Bereich, wie sieht es aus mit, wenn so eine Studie durchgeführt wird, wer evaluiert es nachher, wer bewertet es? Die Daten werden anonymisiert in einem Institut ausgewertet, was für solche Sachen speziell geeignet ist. In Zusammenarbeit mit der Universität Magdeburg. Mit der Universität Magdeburg. Ja. Frage, wie ist es mit der Objektivität? Gibt es da eine vergleichbare andere Studie oder bezieht sich die Objektivität auf den Fragebogen, den ich da studiert habe, den der Patient ausfüllt? Die Studie besteht aus zwei Teilbereichen. Die Ergebniserfassung wird zum einen durch den Arzt vorgenommen und der Arzt beurteilt auch den Patienten im weiteren Verlauf, aber unabhängig von ihm erhält der Patient
ohne dass wir es sehen, einen Fragebogen und wird nach seiner ureigenen Meinung auch gefragt. Und dieser Fragebogen ist standardisiert, auch wissenschaftlich überprüft und hält letztlich auch, dass er Ergebnisse liefert, die objektiv auch die Befindlichkeit des Patienten wiedergeben. Füllt der Patient das anonym aus oder steht da der nachher Franz-Karl Endres drüber? Der Patient füllt es nicht mit Namen aus, aber es wird zusammengeführt natürlich zu den Ergebnissen, die ich der Studie als Arzt beisteuere. Aber da habe ich noch eine Nachfrage, Herr Kornblum. Ich habe Fragen gefunden, so wie zufrieden waren Sie mit der OP nach wie vielen Wochen? Waren Sie belastbar, voll belastbar, Beruf und Sport? Kann das ein Patient überhaupt richtig beurteilen oder wie muss man das verstehen? Ich denke, der Patient ist der Einzige, der das richtig beurteilen kann, wie es ihm gegangen ist und wie es ihm im Verlauf dann, wie das Ergebnis ist. Das kann der Patient am besten beurteilen. Oder korreliert das mit der Situation, dass Sie auch mit den Standards regelmäßige Nachuntersuchungstermine haben? Was weiß ich, nach 4 Wochen, nach 2 Monaten? Gehört das auch dazu? Das gehört dazu, ja. Das wird zusammen, also es wird zum einen nach 4 Wochen, nach 12 Wochen und nach einem Jahr der Patient nachuntersucht von uns und unser Eindruck weitergegeben und dann zur gleichen Zeit eben dieser Bogen erhoben. Und jetzt kommt natürlich ein bisschen eine heikle Frage, könnte ich mir vorstellen. Für den Arzt kriegt der Chirurg dadurch auch, ja, ich will nicht sagen ein Zeugnis, aber eine Rückmeldung, wenn er irgendwann mal was schlecht gemacht hat oder so. Das kommt ja nie vor, aber ich meine jetzt nur. Es darf nicht vorkommen, aber die Studie ist letztlich auch dazu geeignet, dass schlechte Ergebnisse dann auch auswertbar sind. Und wir sind in dieser Gruppe von 20 Operateuren, die in dieser Studie mitarbeiten, auch schon oft zusammengesessen und haben über Probleme geredet. Wir sitzen regelmäßig 2-mal im Jahr zusammen und es werden dann die Problemfelder wie Infektion, Rezidiv besprochen. Infektion ist klar, was heißt Rezidiv? Rückfall? Rezidiv heißt, dass der Bruch wieder auftritt. Aha, und gibt es da eine Prozentzahl übrigens? Da gibt es eine Prozentzahl, die ist unter 1%. Also unter 1%? Unter 1% und genügt damit allen Anforderungen, die heutzutage in der Qualität der Leistenbruchversorgung erwartet werden. Bei 1400 Patienten sind es, glaube ich, 6 Patienten, die ein Rezidiv haben. Also wo der wieder aufgetreten ist. Promillebereich. Das ist ja. Nicht viel, ja. Jetzt natürlich die Frage, wie sieht es aus? Ich habe gelesen, ein Ziel dieser Qualitätssicherungsdurchführung hier an der Loretto-Klinik ist auch, einen Beitrag zu leisten zu einem Register. Was muss man darunter verstehen? In skandinavischen Ländern gibt es mittlerweile sogenannte Hernienregister. Das heißt, jeder Leistenbruch, der in dem Land operiert wird, wird lebenslang nachverfolgt mit Diagnoseerhebung, mit Versorgung und Langzeitbetreuung. Und auf diese Art können solche Länder eben beweisen, dass auch nach Jahren noch wieder Leistenbrüche wiederkommen. Und diese Art der Ergebniserhebung liefert einfach mit großen Zahlen sehr verlässliche und glaubhafte Statistiken. Und das gibt es bei uns noch nicht? Das gibt es bei uns noch nicht. Es ist grundsätzlich nicht oder bloß bei Leistenbruch nicht? Es ist eine politische Frage. So ein Leistenbruchregister kostet Geld. Und in den skandinavischen Ländern beteiligen sich die Gesundheitsministerien an der Finanzierung dieser Sache. Und das ist hier im Moment nicht. Und da geht es dann darum, dass das Register sozusagen eine Auskunft darüber gibt, wie sich das bei dem Patient, was weiß ich, wenn er mit 40 operiert worden ist, in den nächsten 10 Jahren entwickelt? Oder geht es darum, festzustellen, wie viel prozentual ist misslungen? Es geht darum, nachzuweisen, wie sich das entwickelt und auch natürlich, um nachzuweisen, was ist schlecht gelaufen. Ja. Dieses seit Einführung dieses Hernienregister in Schweden ist nachgewiesen worden, dass durch die Einführung des Registers die Qualität verbessert wurde. Das heißt, eigentlich kann man es kaum glauben, deswegen frage ich jetzt zum dritten Mal nach, es gibt doch viele Doktorarbeiter, die eigentlich ausschließlich einen statistischen Charakter haben. Und auf was stützen Sie sich dann? Gibt es doch ein Register? Es gibt individuell Kliniken, die ihre eigene Leistenbruchversorgung statistisch und medizinisch auswerten. Aber sie liefert keine verlässlichen Ergebnisse, weil da niemals so große Zahlen erhoben werden können, die dann verlässlich sagen auch, dass das gut ist. Und es war bis vor 15, 20 Jahren in Deutschland die Leistenbruchversorgung sehr ungenügend mit einem ganz großen Zahl an wiederkommenden Leistenbrüchen. Und das hat sich wirklich jetzt zum einen durch
die Einführung der Kunststoffnetze wesentlich geändert und zum Zweiten aber auch durch eine ehrlichere und umfassende Qualitätssicherung. Stimmt es, was ich eingangs gesagt habe, dass es der häufigste chirurgische Eingriff in Deutschland ist, Leistenbruchoperationen? Es ist bei Männern der häufigste Eingriff. Es sind 250.000 Männer, die an Leistenbruch jedes Jahr versorgt werden. Und genauso viel ist es und noch sehr viel mehr bei männlichen Kindern. Wie wird die Diagnose erstellt? Es gibt ja Krankheiten, was weiß ich, wo der Patient zunächst gar nichts merkt. Merkt er beim Leistenbruch irgendwas? Das ist ganz unterschiedlich. Oft wird es bei einer Routineuntersuchung durch den Hausarzt festgestellt. Manchmal merkt der Patient auch, dass er da eine Schwellung hat. Ja. Und oft entstehen auch durch den Leistenbruch Schmerzen, die dem Patienten natürlich dann auch auffallen und ihn zum Arzt führen letztendlich. Das heißt, wenn der dann zu Ihnen kommt, wie wird die Diagnose genau erstellt? Wird er gerönt oder muss er ein CT machen oder sehen Sie das auf einen Blick? Meistens sieht man es auf einen Blick, indem man ihn sich ausziehen lässt und vor sich hinstellt. Manchmal muss man auch noch ein bisschen anfassen und gucken. Und dann guckt man natürlich, lässt sich der Bruch zurückdrücken. Es gehören verschiedene Untersuchungsschritte dazu. Aber man kann es in der Regel mit den Augen und mit der Hand feststellen. Und wie kommt es zum Leistenbruch? Das hat er schon gesagt, dass das eine Geschichte ist. Sind da bestimmte Berufsgruppen besonders gefördert? Oder ist das wie üblich auch eine genetische Veranlagung? Es ist wohl alles. Es gibt Berufsgruppen wie die Möbelträger und so, die sicher ein höheres Risiko haben. Ja, es gibt sicher genetische Dispositionen. Da geht es im Moment in der Forschung gerade um das Kollagen, dass da vielleicht auch eine biochemische... Was heißt Kollagen? Das elastische Gerüst der Haut und des Bindegewebes. Da gibt es verschiedene Formen des Kollagens und da gibt es Veränderungen, die bei Leistenbrüchen häufiger vorkommen. Und jetzt kommt natürlich als nächstes sozusagen die Frage, das denkt man ja immer als Patient, ich merke schon, das könnte was sein, ich spüre vielleicht sogar die von Ihnen beschriebene Wölbung, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, verheilt das Ding nicht von allein. Nee, das verheilt nicht von allein, wie sollte es auch, es ist eine Lücke da, die kann von alleine nicht mehr sich schließen, das geht nicht. Also man muss beim Leistenbruch immer zum Messer greifen grundsätzlich. Gibt es keine? Zwei Ärzte, drei Meinungen, gibt es keine konservative Möglichkeit? Es gibt das berühmte Bruchband und es gab, die Zeit liegt noch nicht so lange zurück, dass in Deutschland mehr Bruchbänder verordnet wurden, als Leistenbrüche operiert wurden. Und das ist Gottlob jetzt zu Ende, damit der Netztechnik in Deutschland und weltweit jetzt eine Versorgungsmethode vorliegt, die einfach keine Rezidive hat. Das Bruchband heißt, man bindet es so fest zu, dass er nicht rauswölben kann. Ja, man stopft im Prinzip eine Pelotte auf die Bruchpforte in dieser Region beim Mann und muss die ordentlich draufdrücken. Und damit laufen auch noch viele. Es ist die absolute Ausnahme, dass wir einen Patienten mit einem Bruchband versorgen, wenn er so schwerst krank ist, dass er in keiner Art mehr operabel ist. Dann kommt das aber höchstens einmal im Jahr bei uns vor. Und wieso kommt es, dass Kinder das auch kriegen können? Also die haben ja wahrscheinlich außer ihrem Lego-Ding nichts Schweres rumtragen. Ja, beim Kind ist der Leistenbruch eigentlich grundsätzlich angeboren. Die kindliche Hernie ist eine angeborene Hernie, entsteht entwicklungsgeschichtlich beim Absenken des Hodens aus dem Bauchraum in den Hodensack, wird Bauchfell mitgenommen, verschließt sich normalerweise bei der Geburt bei manchen Kindern eben nicht und die haben dann angeborenen lateralen Leistenbruch. Bevor wir uns dann darüber unterhalten, wie jetzt ganz konkret diese Leistenbruchstandards aussehen für diese Qualitätssicherungsstudie, machen wir eine kleine Pause. Loreto Klinik Tübingen, die chirurgische Privatklinik für Operationen mit modernster Technik ohne lange Wartezeiten. Persönliche Betreuung für unsere großen und liebevolle Behandlung für unsere kleinen Patienten. Anrufservice am Abend nach der OP. Beste Aussichten für schnelle Genesung und kurze Wege zur hausinternen Physiotherapie. Gesundheit aus einer Hand. Loreto Klinik Tübingen, Katharinenstraße 10. Qualitätssicherung in der Chirurgie am Beispiel des Leistenbruchs. Wir sind heute mit unserer RTF1 medizinischen Talkrunde in der Loreto-Klinik Tübingen und haben uns im ersten Teil unterhalten über das Phänomen Qualitätssicherung in der Chirurgie und haben
festgestellt, jawohl, das braucht man, das bringt deutlichen Qualitätszuwachs und auf der anderen Seite, und das ist eigentlich das Entscheidende, hat auch der Patient was davon. Nach der Pause wollen wir uns mal konkret beschäftigen, wie sieht es jetzt aus, welche Standards muss ich erfüllen, damit die Rahmenbedingungen für die Studie tatsächlich auch erfüllt sind. Und für diesen Zweck haben wir einen Leistenbruchpatienten befragt. Das ist der Franz Karl Endres aus Hechingen und der hat freundlicherweise Auskunft gegeben, wie er sich vorher und nachher gefühlt hat. Bei mir ist der Franz Karl Endres und der war ein ehemaliger Leistenbruchpatient, muss ich sagen. Der Reihe nach, wie hat es angefangen, wie haben Sie die Beschwerden gespürt? Gespürt habe ich gar nichts, gesehen habe ich, dass so ein kleiner Hubbel ist und über einen Kollegen habe ich erfahren, dass es ein Leistenbruch sei. Und der war schon zweimal hier. War sehr zufrieden und dann habe ich einen Termin geholt beim Dr. Fronter Anfang Juni. Termin zur OP war dann am 6.8. Die Diagnose war also bestätigt. Dann kam der 6.8. Mit welchen Gefühlen sind Sie hier eingelaufen? Mit sehr guten Gefühlen. Ich fühlte mich beim Dr. Fronter sehr gut aufgehoben. Und es hat sich bestätigt mit der OP? Zu 100%. Das heißt, Sie hatten nachher keine Schmerzen, keine Beschwerden und sind dann wann wieder nach Hause gegangen? Am zweiten Tag. Und ohne Beschwerden? Leichte Schmerzen hatte ich schon. Das heißt, Sie sind womöglich mit dem eigenen Auto zurückgefahren? Nein, ich habe mich fahren lassen. So, und wie ist jetzt 5 Wochen später? Beschwerdefrei. Herr Dr. Fronter, Sie waren der Operateur, Sie wurden sehr gelobt. Da will ich jetzt nichts dazu sagen, ich kann es nicht beurteilen, beim besten Willen. Frage, wie war der Patient? War das eine normale OP oder war bei ihm was Besonderes? Es war bei Herrn Endres eine sehr einfache Operation. Sie sehen ihn ja, er ist schlank. Man kommt sehr einfach und sehr schnell. Ist das ein Unterschied, ob einer 100 Kilo wiegt oder 60? Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ja, ich meine jetzt für Im die Operation. Arbeitsaufwand für den Operateur und vor allem auch für den Halteaufwand der Assistenten. Das ist im Vergleich, liefert Herr Endres eine wunderbare Voraussetzung. Solchen Leistenbruch könnte ich jeden Tag operieren. Frage jetzt, wenn man es ein bisschen genauer nimmt. Das ist das, was mich ein bisschen beschäftigt. Ich habe vorher das zu allgemein ein bisschen angesprochen. Bei ihm jetzt individuell schlank gut zu operieren. Ich will damit nur sagen, die Individualität wird ja unterschiedlich sein. Und kann man dem mit den Standards, die die Studie verlangt, gerecht werden? Wir haben diese Standards lange, bevor die Studie losgeht, miteinander besprochen, um alle Eventualitäten auszuschließen, dass das Implantat, und das sind 2 verschiedene Arten der Implantate, versagen könnte bei einer Form des Leistenbruchs. Mhm. Und die Individualität wird vollständig gerecht mit den beiden von uns eingesetzten Implantaten und auch der Technik des Operierens. Gibt es jetzt zu diesem Leistenbruch dann praktisch, das könnte man fast meinen, bei der Studie, nur ein OP-Verfahren oder gibt es da mehrere? Im Prinzip gibt es 2 OP-Verfahren, weil es 2 unterschiedliche Implantate gibt. Aber diese beiden sind so standardisiert, dass genau vorgeschrieben ist, wie es gemacht werden muss. Und das ist wichtig, um dann die Ergebnisse auch der 20 unterschiedlichen Operateure miteinander vergleichen zu können. Herr Kornblum, wie sehen Sie es? Wie lange dauert so eine Leisten-OP? Und ist das möglicherweise in der Standardvorgabe drin, was weiß ich, die da 40 Minuten dauern? Die Leistenbruchoperation dauert zwischen einer halben Stunde und einer Stunde, je nachdem, ob nach es jetzt, Gewicht kommt das. Ob es jetzt ein 60 oder ein 100 Kilo Patient ist. Das wird dem vollgerecht. Wird es übrigens nur mal am Rande, weil das wird ja auch einige beschäftigen, wir haben vorher über Kinder gesprochen, die Kinder werden sicher anders operiert oder kriegen die auch so ein Netz rein, so ein Implantat? Die Kinder bekommen kein Netz, weil das Netz würde nicht mitwachsen. Die Kinder werden nach einem ganz anderen Verfahren operiert. Okay, die sind in der Studie auch nicht erfasst sozusagen. Die Kinder sind in der Studie nicht erfasst, okay. Nein. Was auch eine wichtige Rolle spielt, das habe ich extra gestern nochmal nachgelesen, da war auch so ein Chirurgengespräch als Interview wiedergegeben. Die Psyche des Patienten spielt eine ganz große Rolle. Also der Herr Endres hat Ihnen blind vertraut sozusagen, das ist schon mal ganz gut. Also man erfährt, hört ja oft, man kriegt irgendeinen Befund als Chirurg auf den Tisch und dann liegt da der Patient und dann legen Sie los mit dem Messer. Ich denke, so machen Sie das hier nicht. Also ich denke auch, Herr Endres hat mir nicht blind vertraut, sondern wir haben uns ja zuerst gesehen und ausführlich miteinander besprochen, was er hat. Und ich habe ihm alle Eventualitäten und alle Versorgungstechniken genauestens erläutert. So wusste er und ich habe ihm auch gesagt, dass ich ihn operiere. Der Operateur redet mit seinem Patienten, das ist Standard bei uns in der Loreto-Klinik. Und das ist natürlich, jetzt müssen wir einfach mal drauf eingehen. Gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Welche Implantate, welche Netze kommen da rein?
Das Netz, was wir verwenden, ist ein kombiniertes Netz aus einem Material, was sich nicht auflöst. Das nennt sich polypropylenischen Kunststoff und ein Material, was sich auflöst. Und das Besondere an diesem Netz, was wir verwenden, beziehungsweise an dem Implantat, ist, dass es ein dreidimensionales Implantat ist. Dreidimensional heißt, dass die Bruchlücke von hinten, also von der Bauchseite aus und von vorne versorgt wird. Kann man was sagen, Herr Dr. Frunder, sicher zur Verträglichkeit? Verträgt es jeder so ein Netz? Ist es ein Fremdkörper? Wird es gelegentlich von irgendwelchen Patienten auch abgestoßen? Oder hat man das alles im Griff? Es gibt mittlerweile mit der Substanz Polypropylen 60 Jahre Erfahrung. Und das ist das absolut Verträglichste an Kunststoff, was man anwenden kann. Es gibt andere Netze, die mittlerweile, also andere Substanzen, aus denen Netze gemacht werden, die mittlerweile wieder aus dem Verkehr gezogen worden sind. Aber Polypropylen hat seit 60 Jahren hervorragende Eigenschaften. Und der Antrieb jetzt zur weiteren Forschung ist, zum Schluss letztlich so wenig wie möglich Fremdkörper, der sich nicht auflöst, im Körper zu belassen. Aber dass es gerade so reicht, dass er seinen Zweck der Stabilisierung der Bauchwand erfüllt. Und das ist mit diesen Teil sich auflösenden Netzen eben erreicht. Die haben für eine gewisse Zeit genügend Qualität, dass sie auch durch ihren Netzkörper halten. Und nachher, wenn sich der eine Teil aufgelöst hat, ist dann so viel Bindegewebe in den sich nicht auflösenden Teil gewachsen, dass der dann stabil lebenslang hält. Aber Herr Kornblum, es wäre keine Lösung, was man sich von der Verträglichkeit her vielleicht optimal vorstellt, wenn sich dieses Implantat, dieses Netz irgendwann im Laufe der Jahre ganz auflöst. Wenn sich das Netz ganz auflösen würde, dann hätte man im Prinzip die Situation wie vor der Operation. Ja, und dann haben Sie wieder die Schwachstelle da und die Rezidivgefahr wäre unvermindert. Ach, und das Bindegewebe kann das dann allein sozusagen nicht halten? Das Bindegewebe wird eben, der Bruch entsteht ja, um nochmal darauf zurückzukommen, durch die Bindegewebsschwäche zum großen Anteil. Und die ist ja dann wieder vorhanden wie vorher. Jetzt hat Herr Endres gesagt, er wäre sozusagen über Nacht da geblieben. Es gibt aber auch sicher die Situation ambulant. Wann kriegt man eine Leistbruchoperation ambulant und wann wird man sozusagen stationär behalten? Also es gehört der Wunsch des Patienten und die Voraussetzung des Patienten dazu. Ältere Patienten mit Begleiterkrankungen, wie Herr Endres aber nicht war, dürfen auch bleiben und da macht es Sinn, auch sie stationär eine oder zwei Nächte zu behandeln. Aber grundsätzlich ist weltweit der Standard für die Leistenbruchversorgung mittlerweile der ambulante. Das ist eigentlich toll, muss man sagen. Das war ja nicht immer so. Ich meine, ich möchte jetzt da kein Horrorszenario entwickeln, aber früher war ja schon so, dass es erstens viel länger gedauert hat und dass man auch dran sterben kann. Ich bin mit 14 am Leistenbruch operiert worden, musste 14 Tage steif ins Bett und durfte auch nicht auf die Toilette aufstehen. Das ist gut. Das wollen wir jetzt natürlich nicht vertiefen. Wir wollen eher vielleicht ein bisschen, Herr Kornblum, in der letzten Phase noch darüber sprechen. Gibt es eigentlich schon erste Ergebnisse jetzt in dieser Studie? Es gibt schon Ergebnisse. Ein Ergebnis ist, dass 60%, also in diesem Kollektiv, 60% ambulant operiert werden. Ein zweites Ergebnis, was für uns natürlich ausgesprochen erfreulich ist, ist, dass 98% der befragten Patienten sich die Operation in der gleichen Art und Weise würden wieder durchführen lassen. Wünschen oder nee? Wünschen wahrscheinlich nicht. Nein, aber wenn es schon sein muss, 98% Patientenzufriedenheit. Ja. Das ist enorm, Herr Dr. Frunter, oder? Das ist eine ganz enorme Zahl. Das ist eine enorme Zahl, ja. Und die Quote dessen, dass es wiederkommt, ist eben auch weit unter 1%. Und egal in welchem Alter. Ja. Also ob mit 14, mit 40 oder mit 80, das spielt nicht so eine... In dieser Studie liegen alle Erwachsenen zwischen 18 und 80 aufwärts. Kann es eigentlich mal vorkommen, dass ein Patient kommt, wo Sie sagen, den kann ich mit den Standards dieser Studie nicht behandeln? Kann es das geben? Das kann es theoretisch schon geben. Also es kann sein, dass ein Patient so viele Nebenerkrankungen hat, dass wir ihn hier nicht operieren können. Es kann sein, dass durch anatomische Gegebenheiten die Operation zum Beispiel endoskopisch durchgeführt werden muss. Das ist aber extrem selten. Also wir können im Prinzip die Patienten zu uns kommen, eigentlich alle mit diesen zwei Verfahren, die wir anwenden, versorgen. Stellen sich eigentlich, wenn sich unterwegs mal theoretisch, Sie haben sich ja gut vorbereitet und mit den Kollegen abgesprochen, mit den anderen teilnehmenden Kliniken auch, würde man Schwachstellen entdecken, kann man an dieser Studie was ändern oder muss man das jetzt über Jahre exakt so durchziehen? Ja, wir haben über 3 oder 4 Rezidive, die Kollegen hatten, diskutiert und
daraus abgeleitet wurde letztlich nur, dass das Implantat, das eine Implantat etwas größer wurde. Also insofern hat sich an dem Standard des Operierens nichts geändert, aber man hat, da es sehr uniforme 3 oder 4 Rezidive waren, die zeigten, dass das Implantat an einer Stelle zu klein war, hat dann die entsprechende Firma auch größere Implantate zur Verfügung gestellt. Was erwarten Sie sozusagen, Herr Kornblum, wenn ich Sie fragen darf, wenn die Studie abgeschlossen ist? Es gibt ja keine Dauer, wo man sagt, es geht bis ins Jahr 2015, sondern das ist zunächst mal jetzt unbefristet angelegt. Es ist unbefristet, ja. Und dann, wenn das, aber irgendwann, man muss ja auch eine Veröffentlichung geben oder man muss sich vergleichen im internationalen Standard. Er hat vorher davon gesprochen, dass in den skandinavischen Ländern das mit den Registern besser ist. Kommt die Studie auch dafür in Frage, dass man vielleicht unsererseits mal irgendwie was exportiert und sage, die Leute, Mensch, das ist echt gut, so müssen wir es machen? Die Studie ist, um das nochmal zu sagen, es sind 1500 Fälle, das ist schon eine relativ große Zahl, aber es ist natürlich verglichen mit 230.000 Operationen eine relativ kleine Zahl. Sie kann aber trotzdem, denke ich, einfach weil sie wissenschaftlich aufgebaut ist und vergleichbare Ergebnisse bringt, durchaus in einem Hernienregister Einklang finden. Also ich denke schon, dass da in Zukunft in diese Richtung das gehen wird. Ein letzter Punkt, vielleicht ein bisschen ein sensibler. Wie gehen die Ärzte da miteinander um, wenn jetzt die frunterschen Endrisspatienten alle schreiben, super, vom ersten Moment an volles Vertrauen und beim Kollege X ist das nicht so, spricht man dann mit dem oder steigt er aus der Studie lieber aus dann? Also ich konnte bisher nicht bemerken, dass solche Probleme auch die anderen aus unserem Studienverein haben, weil wir auch dieses alles besprochen haben, auch was die Betreuung des Patienten und die Führung des Patienten angeht. Auch das machen wir abgesprochen gemeinsam. Wie könnte die Zukunft aussehen? Das wäre sozusagen die letzte Fragerunde. Wo könnte es sich hin entwickeln? Kann man das noch minimalinvasiver machen? Kann man es doch vielleicht eines Tages auch ohne OP schaffen, dass man da irgendwas Stabilisierendes hinspritzt? Sehr naiv gefragt. Das ist nicht zu erwarten. Also die Medizin ist immer, immer in der Entwicklung und was kommen wird, wissen wir nicht. Das, was wir im Moment machen, ist, denke ich, schon sehr nahe am Optimalen dran. Muss man schon so sehen, also so sehe ich es zumindest. Das müssen wir halt vielleicht auch nochmal erklären. Was hat denn zu dem Durchbruch geholfen, dass es jetzt so erfolgreich geht im Vergleich zu Ihnen, der als 14-Jähriger da ja wirklich einen Horrorkrankenhausaufenthalt erleben musste? Ja, der eine Durchbruch war die Ehrlichkeit, mit seinen eigenen Ergebnissen umzugehen. Das hat dazu geführt, dass die Kliniken gemerkt haben, dass sie sehr schlechte Ergebnisse haben. Und der wesentliche Erfolg der jetzigen Leistenbruchversorgung ist die Einführung der Netze. Damit hat der Leistenbruch sowohl für den Patienten wie auch für den Operateur seinen Schrecken verloren, den er über Jahrzehnte auch in Deutschland hatte. Wie ist es mit den Netzen ganz banal gesprochen? Also ohne jetzt das da zu sehr ins Detail zu vertiefen, werden die angenäht, wird das irgendwie angetackert oder wie muss man sich das vorstellen? Das kann man unterschiedlich machen mit Tackern, aber wir nähen sie. Aber nicht bei der Studie, da muss es gleich gemacht werden. Ja, da muss es gleich gemacht werden und da ist definiert, wie viel Nähte mindestens sein müssen. Und da wird es angenäht, aber innerhalb von 24 Stunden verklebt dieses Netz schon so fest mit dem umliegenden Gewebe, dass es nicht verrutschen kann. Fassen wir es vielleicht, Herr Kornblum, in einem Satz zusammen. Qualitätssicherung in der Chirurgie am Beispiel des Leistenbruchs. Wie würden Sie das in 2 Sätzen zusammenfassen? Was sind Vorteile und was sind Nachteile, wenn es welche gibt? Nachteile gibt es meiner Meinung nach keine, außer dass ein gewisser Zeitaufwand ist für uns und auch für den Patienten. Müssen Sie gelegentlich Berichte und so auch schreiben? Ja, wir schreiben das als Bericht an dieses Institut, unser Untersuchungsergebnis. Der Vorteil ist der, dass einfach unsere Arbeit ständig überprüft wird, dass wir uns selber überprüfen, dass wir merken, wenn irgendwas nicht optimal läuft und das ist der Vorteil für den Patienten. Und wie sehe ich es ähnlich in einem Satz zusammengefasst? Es ist Ehrlichkeit gegenüber dem Patienten und genügend Selbstkritik auch des Operateurs, dass er weiß, wo er steht mit seiner Qualität. Könnte es sein, dass da am Schluss so etwas wie ein Ranking rauskommt? Loreto Klinik macht es am besten und irgendeine jenseits des Meines, die machen es viel schlechter? Ich denke, dass bei dieser Studie rauskommt, dass mit diesem Implantat und dieser Methode diese Gruppe von 20 Leuten, die weit über Deutschland verstreut sind, eine hervorragende Behandlungsqualität abliefern. Okay, ich bedanke mich bei der Runde und möchte zum Schluss sagen,
Sie brauchen also gar keine Sorge mehr haben, wenn Sie tatsächlich mal in die Situation kommen, dass eine Leistenbruchoperation droht. Die meisten, die würden es gern jederzeit auch dann wieder machen. Das ist jetzt sogar noch zusätzlich qualitätsgesichert. Passen Sie trotzdem gut auf sich auf. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.